Geil, Digga. Immer so geil, wenn man das findet. Flaschenaufladung hinzufügen mit 3 goldenen Saaten. Bam! Haben wir einfach 7 normale und 3 Mana, Mann. Was ein Traum. Und das schon auf plus 6. Ich ändere nochmal kurz meine Durchwirkung. Dann checken wir das hier vor uns ab. Und da oben. Wir gehen jetzt langsam in die hohen Gebiete rein, Chat. Ihr seht, die Gegner machen echt saftigen Damage. Ich hab Bock. Ich hab Bock. By the way, ihr könnt eure Kleidung so anpassen, dass ihr immer so aussieht, wie es euch gefällt. Auch mit anderer Rüstung. Ne, Kleidung anpassen. Kostet dann halt einfach Seelen. Ich könnte jetzt diese Rabenrüstung mir ummodellieren in die Ninja, in die Samurai-Rüstung. Und das, Chat, ne? Ein ganz kleiner Schuss an der Stelle in Richtung Cyberpunk. Und das haben wir von Anfang an, ne, in dem Spiel. Ich könnte jetzt auch, wenn ich will, die Samurai-Rüstung mir anziehen und dann in die Rabenrüstung umändern, ne? Oder ich könnte die mega schwere Rüstung hier mir anlegen und dann aussehen lassen wie die Rabenrüstung. Ich höre irgendwas hier auch. Ist was. Warum bimmelst du, Swarty? Was ist da los? Nur bimmeln, wenn irgendwas im Busch ist. Sind wir hergekommen, oder? Orientierungssinn manchmal wie Zorro. Ihr wisst, wie es läuft. Irgendwie muss man hier hochkommen. Da ist auch was. Ich hör's. Unten haben wir wieder so ein Gegnerlager. Digga, guck mal, wo wir sind, Digga. Ganz oben am Arsch der Map. Und hier geht's einfach jetzt. Guck mal, wie riesig das Gebiet ist. Oha, was ist das denn? Mein Gott, wie sick das einfach ausschaut. Oh mein fucking Gott. Man schaut viel zu selten nach oben und genießt den Elden Ring. Diesen Baum. Den Drachen habe ich nicht hops genommen. Der ist weg. Das verstehe ich nicht, warum die manchmal abhauen. Wir haben auch gegen so einen Eisdrachen gekämpft. Bei dem Turm, wo wir die Magierin getroffen haben. Und der ist auch durchgezogen. Ja, ich bin doch on. War zu süchtig, Digga. Hey, Moment. Momentchen mal hier, was denn da los? Hä? Mach ich dem auch Damage, den Bree? Sieht nicht so aus. Ah, ich muss auf seinen Beschwörer gehen.
einfach ein Boot auf den Dötz bekommen. Einfach mit dem Boot erschlagen worden. War auch wieder zu gierig. Einfach gegen Susano kämpfen, Digga. Viel Bock. Ja, die sind schon auch sehr easy, wenn man es richtig anstellt. Boah, 14k, Mann! Der spendable Boss. Tibias Ruf. Big Tipp einfach, dass man die Skelette komplett töten kann, indem man sie beim Regenerieren einfach nochmal tötet. Danke an den Viewer. Ich wäre immer von den Skeletten jetzt weggelaufen, Digga, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich sie erledige. Da hätte man sich auch denken können. Oh! Big! B in den Chat für Big! Noch einen brauchen wir. Noch einen Schmiedstein, Stufe 5. Dann kann ich endlich mein fucking Schwert nochmal upgraden. Oh mein Gott, es ist echt jetzt, keine Ahnung, gefühlt 10 Stunden her, dass ich das letzte Mal mein Schwert upgraden konnte. Das haben die auch irgendwie gut hinbekommen. Man findet reichlich Upgrade-Materialien, aber nie so viel, dass man so voll OP die Waffen sich hochmachen kann. Zufrieden mit dem Game? Nee, Bruder. Zocks 30 Stunden schon, weil ich gar keinen Spaß dran habe. Ich quitt auch gleich raus, Bruder. Guck, rausquitten. 33 Stunden 50. 34 Stunden schon in-game verbracht. Komplett irre, Digga. Was ist das denn? Ach ja, moin. Wie der Schädel da lang geschwebt ist. Ja, 30k Seelen wieder auf Tasche. Boah, goldene Rune, Qualitätsstufe 7. Das schmeckt. Fünf? Fünf? Also, meinen Sie, das ist perfekt. Seems One. Danke für die verschenkten Subs, Mann. Grüße gehen raus. Hey, Chrissy Arini. Mein Chat hat wieder richtig dick reingespoilert, dass du schon richtig weit bist. Du alter Blutungsschaden-Abuser. Du hast schon eine 12er-Rune gefunden. Ja.
Das Game ist wirklich sehr, sehr riesig. Noch nicht, Marvin. Vielen Dank für die Sub-Bomb nochmal. Ich hoffe, die Leute bedanken sich bei dir, die den Sub gegaunert haben. Doch, Chris. Aber manchmal ist halt die Waffe zu benutzen einfach effektiver, ne? So, gibt's jetzt hier noch mehr, ist die Frage. Wollte gerade sagen, ich höre doch was. Oh, nice. Estus-Auffüllung. Die geben ganz gut Seelen dafür, dass die so easy sind. Luffy, bei Instant Gaming kannst du keinen Key kaufen direkt für die PlayStation. Nein, aber du kannst dir PlayStation-Guthaben kaufen. Immerhin 15% billiger. Dann kannst du darüber sparen. Die PCler kriegen es fast 30% billiger für Steam. Oder mehr im Rotieren wie bei COD mit den Stellungen, ey. So, jetzt ist halt wieder die Frage, lohnt es sich, da reinzugehen? Wir haben nur noch zwei Schlüssel. Egal, was soll der Geiz? Rein! Ja, Raven, den habe ich gefunden, den Talisman, der Zauberei verstärkt, aber der ist so schwach. Den finde ich richtig frech, Digga. Retalk. Wir haben es gestern ausprobiert. Der macht ungefähr 5% mehr Damage. Also bei aller Liebe. 5% mehr Damage. Das ist halt einfach frech. Meinst du, Chris? Welchen? Kriegsscherbe? Ich weiß nicht, welchen du meinst, Chris. Perlendrachen-Talisman plus 1? Es gibt auch plus 1 Talismane oder halt stärkere. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden deutlich. Oha, das ist ein Big Item, wenn wir das nächste Mal gegen einen Magi oder so antreten. Ach, ich weiß welch. Ach so, Chris, der ist geil, der hier, der Talente verstärkt. Das wäre gut für deine Blutspur da, ne? Und ja, Bruder, keine Ahnung. Vielleicht weiß es der Chat noch auch aus irgendeinem Dungeon. Ich glaube sogar aus irgendeinem Dungeon hier rechts in dem Gebiet. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher, Bruder. Okay, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, hier zu looten.
hast, glaube ich, einen 5% Lebensdebuff. Du kannst den heilen, use eine schwarze Kugel. Das war's ja komplett. Zeigen die Statuen immer zu irgendeinem interessanten Spot oder zu einem Dungeon? Hey, wir müssen die Map aufdecken, das ist ja so schlimm. Okay, wir haben jetzt hier oben abgecheckt. Ich dachte auch, dass die immer zu einem Dungeon zeigen, aber wahrscheinlich einfach zu interessanten Orten. Wie sich alle bei Steam beschweren, dass das Game zu schwer ist. Also das finde ich... Also, keine Ahnung, Chat. Man muss doch wissen, was man vorher kauft, oder? Jeder weiß auch, dass die Souls-Games schwierige Spiele sind. Imagine, man kauft sich dann das Spiel und beschwert sich, dass es zu schwer ist. Ja, letztens wieder meinen Autoverkäufer angerufen und ihn angeschrien, Digga. Fand ich einfach eine Frechheit, dass mein Auto fährt, Digga. Es hat einfach 4 Reifen. 4 Reifen und fährt, Digga. Ich wusste vorher, was ich kaufe. Trotzdem habe ich ihn beleidigt. Eine Frechheit, Digga. Einfach ein fahrendes Auto hat er mir verkauft, der Hund. So, jetzt laufen wir mal hier weiter, Chat. Ah, da vorne ist die Map. Jawoll! Hin! Was ich auch an dem Game sehr geil finde, auch wenn es natürlich manchmal nicht so nice ist, dass so ganz normale Gegner teilweise auch krasse Sachen drauf haben. Oh, lasst euch doch mal was Neues einfallen, ihr Hunde. Boah, die geben alle saftige Seelen, Chat. Au! Schmiedstein plus 4? Oh, mach keinen Scheiß, Digga. Gönn ein plus 5, Digga. Ich würde alles dafür tun. Wärmenden Stein, Dicker. Oh, nö, Alter. Boah, der kriegt ja übelst Damage rein. Haha! Da ist wohl jemand weak gegen Magie, hä? Goldene Saat verpasst. Nee, oder? Ich hab die doch schon eingesammelt. Mach keinen Scheiß. Was ist mit dem denn los? Der ist noch ein bisschen am Chillen, Alter. Man kriegt hier so Seelen, Digga. 45k auf Tasche!
Na, was macht ihr jetzt? Na, scheiße, Digga, hä? Heilige Scheiße, Mann. Wow, mein Leben! Junge, Junge, die knallen rein, aber die geben auch gut Ressourcen. Da war eine Kiste. Ich glaube, hier ist auch eine. Goldenes Trollschwert. Großes Großschild-Talisman. Erhöht die Abwehrfähigkeit. Sehr nice. Talismane sowieso wichtig und richtig, dass man davon so viele wie möglich hat. Gegen alle möglichen, für alle möglichen Situationen. Denk an die goldene Saat, habe ich schon eingelöst. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Kiste sein soll, Chat Matt. Hier oder was? Ah, da. Danke, Chat. Der alles Wissende und alles Sehende, Chat. Ah, Opferzweig. Schmutz. Jawohl, nee, geht. Ist okay. Ist er jetzt noch der Samurai? Ja klar. Ich habe nur andere Rüstung an. Sowieso, Chat, in Elden Ring habt ihr mehr Freiheit als jemals zuvor in einem Souls-Game. Oh Gott, drei, zwei von denen. Autsch. Ich glaube, wir können uns gleich den stärkeren Komet kaufen. Junge, ey, wir kriegen so viele Ressourcen, endlich! Endlich kann ich mal richtig leveln hier, woo! Geil. So macht das doch Spaß.
Hier haben wir die Map. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. What? Alter, wie groß ist denn die Hut hier oben? Junge. Ey, das ist echt irre. Bro, das Game ist einfach so fucking riesig. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Wahrscheinlich. Ah, hier ist nochmal eine. Hier ist sogar direkt die nächste. Das nächste Kartenstück. Hier ist wieder irgendwas. Zack. Hörst du eine Saat? Oha, Chat. Guck mal da vorne. Oh, du hast vorhin 45.000 verloren. Passiert, Bruder, passiert. Nice, nochmal eine. Ich weiß nicht, ob wir drei brauchen oder sogar noch mehr. Jetzt die Frage, warum ist hier, wir haben hier nirgends einen Bonfire. Wo gehen wir hin? Sind wir da hergekommen? Das sieht immer alles so aus, als ob man es kennen müsste. Also in die Richtung, da haben wir einen Bonfire, aber ich erkenne das hier gar nicht. Alter, ist das riesig, es ist so schön. Chat, ich liebe dieses Spiel. Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Der Abend ist noch jung! Hurensohn. Ah, lieben wir. Bro, er ist einfach der allerechte Mann. Neuer Dresscode, Chat. Ab sofort nicht ohne Pfähle aus dem Haus gehen. Damit die Ladies wissen, ihr seid ein Krieger. Ich habe jetzt als Samurai den Meteor-Zauberstab und habe auch genug Weisheit und so für die Zauber. Aber es funktioniert nicht, es kommen keine Spells. Hä? Digga, was denn? Sorry, wenn ich lache. Aber was ist denn bei dir los? Hä? Das könnte, Bruder, was soll ich sagen? Du musst halt auch, also, keine Ahnung, lass mich mal kurz überlegen. Also, guck mal. Wenn du deinen Zauberstab links hast, dann musst du auch die linke Interaktionstaste drücken, damit du links zauberst. Nimmst du den Stab aber doppelhändig, hoppala, dann zauberst du mit rechts, weil dann rechts die Main-Taste ist. Und ja, wenn du den Zauberstab rechts hast, ist es genau andersrum, beziehungsweise zauberst du dann immer mit rechts. Ja, keine Ahnung, Max. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wenn du meinst, ja, es kommen keine Spells, dass du meinst, dass du keine Spells findest. Weil das ist halt Loot-Sache, ne? Ich habe auch echt lange keine geilen Spells gehabt. Da kann ich dir gleich nochmal die Magierin zeigen, die man befreien kann. Geil. Junge, wir werden ja so rich, Mann! Woo! Ja, Seelen einlösen, besser ist es. Wir sind ja sowas von rich, Mann! Wieder zwei Level-Ups, Katsching, Digga! Sehr geil. Endlich sind wir mal an einem Spot, wo es richtig regnet. Nochmal Weisheit plus zwei, Digga. Schnapp macht das Krokodil. Geil, 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 Digga.
Boah, ich liebe dieses Großschwert, weil es die Gegner auch aus dem Gleichgewicht bringt. So big. Gibt der. Geil, Digga, geil. Der glückliche Boss! Einfach ein Stufe 5 Stein. Das schmeckt dieses andere gut. Ich laufe immer falsch, Mann. Scheiß drauf. So lange ist das letzte Waffen-Upgrade her, ne? Verrückt. Waffe verstärken. Ja! Wir kriegen Damage dazu. 4, 8. 4, 8, 12. Ja, 13 Damage. Das war's komplett. Egal. Haben oder nicht haben. So, jetzt brauchen wir tatsächlich schon Schmiedsteine Stufe 6. Back already. No matter. Können jetzt auch schon Kriegsasche duplizieren, wenn wir wollen würden. Gerade eine aufgehoben, willst du? Ja, gerne. Gib her. And a little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side, and I can hear from all the way over the howling and wailing of spirits in fear of a curse. A plethora of spirits in and I can't even imagine. Not even the crafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Like the howling and wailing of you should keep your... I know you're strong. Oh. Wir haben endlich Stufe 2 Geisterlinien gefunden. Ah, nee. Geister. Ach, Gräber und Geister, okay. Hm. Plus 2, oder? Okay, wir können den sogar auf plus 3 machen. Dann beschwöre ich immer den rein. Wenn wir Ehrenbruder Kürbiskopf noch nicht upgraden können. Boah, es macht gerade so Laune wieder, Chat, weil wir jetzt an einem sehr, sehr guten Punkt sind. Wir kriegen gerade gut Ressourcen rein, können uns viele Level-Ups gönnen und so. Sehr geil. Plopp mal alle. Und wenn wir das nächste Mal, Chat, wenn wir das nächste Mal 12.000 auf Tasche haben, dann geben wir uns noch einen stärkeren Kometenspell kaufen. Komet mit Schweif heißt der. So, skillen wir mal weiter den hier auf. Boah, wir können ihn nochmal upgraden auf plus 4. Dann muss er doch richtig knallen, oder? Wir könnten ihn nochmal upgraden. Oh mein Gott, dann ist er auf, einfach auf plus 5 schon. Bruder, ich fange an zu babbeln, Digga. So bin ich hyped. Dann gehen wir doch mal ganz kurz noch hier Seelen farmen. Junge, es macht gerade so Laune. Elden Ring for the Game of the Year. Aber
God of War wird wahrscheinlich auch hart. Also die beiden Games werden sich betteln. Chillig, Bruder. Danke dir. Wie spielt man jetzt dieses Spiel? Es kann doch nirgendwo sein. Es kann doch nicht sein, dass nirgendwo erklärt wird, wo man hin muss. Ach ja, die Neulinge in Souls Game. So ist das halt, Bruder. Das macht die Spiele aus. Find deinen eigenen Weg und sterbe, junger Padawan. Sterbe und immer wieder sterben. Und lerne das Spiel lieben. Also mit Bogen war er mir sympathischer. Links vom Leuchtfeuer ist ein Geist. Ja, aber die haben meistens nichts wirklich Spannendes zu sagen. Boah, das ist so ein Babaschwert, Mann. Wie das einfach stunt. Ich bin verliebt in meinen Magier. Aua. Und er kriegt so viel Damage, obwohl er sich mit dem Schild verteidigt. Die arme Sau. Normaler Fußsoldat zu sein, muss nicht so Spaß machen. Okay, porten wir uns wieder zurück. Ja, Schild einfach aus Pappe. Hat wahrscheinlich fast gar keinen magischen Blockschaden. Plus 5. Wenn wir nochmal eine Lilie auf Stufe 6 finden, können wir ihn sogar auf plus 6 machen. Jetzt bin ich gespannt, ob der dann mehr reinklatscht, Chat. Rüste ihn mal aus. Der wird zwar nicht so tanky sein, nehme ich mal an, aber er wird ordentlich Damage jetzt machen. Auf plus 5. Hoffe ich. Wenn wir können, tun wir den Kürbiskopf noch weiter upgraden. Wir probieren aber trotzdem auch nochmal die Beschwörung aus. Oh, Ehrenbruder Quali. So, und jetzt töten wir hier noch einen Invader. Indem man hier vom Balkon springt.
Das Schwert ist so liebe. Du hast doch 3 goldene Samen, oder? Nee, wir haben schon das uns mitgenommen, jetzt haben wir wieder eine. Wir haben wieder einen Samen. Okay, wir gehen hier oben weiter, oder Chat? Bei dem Gebiet geht's gerade ab. Dicke Seelen. War da noch ein Item? Einfach nochmal hinporten. Geht ja schnell. Zwei große Runen. Wie meinst du das, Python? Zwei große Runen und Fingerleserin gibt Talisman-Slot. Verschlüsseltes Putter. Bin ich blind? Blind wieder, oder? Dach da. Einzigartiges Talent, unblockbare Klinge. Erfüllt die Klinge mit Licht und springt vorwärts, um einen plötzlichen durchbohrenden Angriff auszuführen, der sich nicht blocken lässt. Ist auch noch ein Map-Stückchen. Okay, Chat, der Plan ist jetzt so. Wir machen jetzt hier oben bei dem Gebiet weiter und dann gehen wir da unten ins Magma-Gebiet weiter. Weil da habe ich, das sage ich euch aber noch nicht, Chat, da ist nämlich eine Waffe, die ich unbedingt spielen will. Für ein Glaubensbild. Den Zugang zur Tafelrunde bekommt man, glaube ich, automatisch. Das Magma-Gebiet freue ich mich. Ja. Ich mich aber überhaupt nicht, Digga. Deshalb, ich versuche mich auch, Retalk, ich versuche mich auch so lange, wie ich kann, davor zu drücken. So, da gehen wir gleich lang. Wir gucken erstmal da oben, was noch geht. Fenster wieder zu. Hat gerade gut getan, die frische Luft. So, zwei Samen Marinos brauchen wir noch. Es macht gerade wieder so fucking Laune. Ich finde es so geil, dass wir jetzt in einem schwereren Gebiet sind, wo es mal auch richtig schön Seelen gibt. Richtig schön was geben. Tun die Gegner für ihr Geld. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende bis jetzt gehabt. Chat, euch geht's gut. Ihr seid jung. Gesund, gut aussehend. Tot, tot, tot. Oh Gott sei Dank. Sternenlicht Bernstein.
Eine Zutat für spezielle Trunke. Okay. So, Chat, weiß jemand von euch, wie der eine Kollege Schnürschuh im Chat das gerade meinte mit dem, mit der Fingerleserin und zwei großen Runen? Weil ich habe erst eine, Digga. Ich habe erst eine, Godrics große Rune der Ungeborenen. Also, ja, ich habe zwei Runen. Oder ich habe das schon bekommen. Kann sein, ich habe den schon bekommen, den Talisman. Also den Talisman-Slot. Ja, okay. Okay, dann war es trotzdem ein guter Tipp, Chat. Da haben wir uns gestern im Stream sehr gefreut drüber. Diese Gegnergruppen zu töten macht halt übelst Laune in dem Spiel. Weil man immer wieder Heal-Stuff reinbekommt. Oh mein Gott. Na, die sind trotzdem, man darf nicht die unterschätzen. Die sind nur so normale Fußsoldaten. Aber die machen einfach Damage, wenn man nicht aufpasst. Oh, ein Grizzly Bear. Hier an der Seite geht es jetzt auch wieder hoch. Okay, 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 okay. Ich check mal den Skarabäus ab. Der kann nämlich immer Kriegsaschen geben. Nicht runterrollen, Arschloch. Bro, ist wieder der alle echte. Okay, der hat jetzt nur Tränke wieder aufgefüllt. Weiß man halt nicht vorher, ne? Sind wir hier... Warte mal, sind wir da ganz oben? Sind wir da vorhin an diesem Gargoyles-ähnlichen Viech gestorben? Oder ist das nochmal woanders? Packt das nicht, dass man immer wieder noch ein riesiges neues Gebiet findet. Bro, wie lange saßen die an dem Spiel? Wie riesig ist das Spiel bitte? Und alle Gebiete sind geil. Klar sind manche Dungeons, sehen die ein bisschen ähnlich aus, sind ein bisschen ähnlich aufgebaut. Und auch mal der ein oder andere Miniboss ähnelt sich. Aber alles absolut im Rahmen. Gehen wir mal weiter. Den muss ich echt aufpassen. Die machen Aua.
Warum bin ich noch stärkere Magie gegen solche tankigen Gegner? Mein Gott, das Schwert ist so big, dass es sogar so große Ritter aus der Balance bringt. Einfach ein Game Changer. Sehr geil. Junge, 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 wo geht's hier hin, Mann? Probieren wir mal unseren +5-Ritter aus hier. Komm, Jalla, mach was. Zeig mal, was du drauf hast. Hä? Den kennen wir doch vom Anfang des Spiels. Den ist einfach mal 2 oder was? Na, großartig. Aber der hält einiges aus, habt ihr gesehen? Der hält einiges aus, der +5. Ritter. Okay, das wird jetzt wieder ein weiter Weg da nach oben. Die werden dick viele Seelen geben. Ja, mal sehen. Chat, ich habe schon sehr viel erkundet. Ich weiß nicht, ob andere Streamer da irgendwie mehr straight immer zu den Hauptlocations gelaufen sind, aber ich habe halt echt gründlich gelootet, weil ich geile Spells wollte und so. Oh mein Gott, das sind so riesige Bären, ne? Oh lol, hier ist so eine Statue aufgeregt. Ich hoffe, die resetten sich oder so, lassen einen in Ruhe, wenn man jetzt gegen den Boss hier kämpft. Hä, warum kann ich jetzt da oben wieder nicht spawnen? Hä? Bro, eigentlich jetzt nicht so Bock, da immer hochzulatschen wie ein Idiot.
Freue mich auf Elden Ring, kommt am Dienstag für PS4. Hoffe, die Performance ist einigermaßen okay. Finde deine Streams sehr schön. Mach weiter so kurz. Warte, Mann, danke für den Zehner. Und, also ich habe jetzt nicht wirklich viel Negatives gehört, irgendwie über die Konsolenfassung, ne? Da lief ja auch Dark Souls 3 und so, 1A. Wird wahrscheinlich noch hier und da mal ein bisschen mehr ruckeln wie auf der PS5, aber jo. Viel Spaß dir beim Sterben. Das war knapp. Macht mir jetzt schon wieder sauer, dass ich fucking 12k verloren habe. Wollte mir den neuen Spell kaufen, ey. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass da oben einfach wieder Bosse kommen, ne? Ah, das ist wieder hier diese... Die habe ich auch noch nicht gepeilt, Chat. Oh, er verkauft uns... Wie ist das denn? Schotterstein. Er verkauft uns wieder 3 von den Schlüsseln. So. Wo portet uns der Spaß hin? Ja, da wären die 12k nützlich gewesen. Hätte ich direkt da alle 3 mitnehmen können. Oh, die Ladezeit noch so saftig. Altus Plateau. Oh mein Gott, Alter. So ein fantastisches Spiel. Und so riesig. Hä? Da fuck? Geh jetzt im Chat gerade ab. Da unten ist wieder so ein Loot-Zug. Die Riesen geben safe richtig dick Seelen. Ey, Bruder. Wenn man irgendwo hin auf dem Weg ist, entdeckt man immer noch mal was anderes. Die anderen laufen einfach weiter. Die 31er. Hä?
Mach mal Submodus rein, Bruder. Der Umhang sieht mega aus. Ja, man, bin auch big in love mit dem. Aua. Das fand er nicht so witzig, Chat. Oh, 2K. Mann. Die 2K nehme ich mit. Ey, was ein geiles Gebiet, Mann. Die Gegner sind zwar... Also, die machen schon Damage, aber... Man denen auch gut. Und die geben richtig gut Loot. Beziehungsweise Seelen. Boah, ja, Mann. Yaxaro ist Open World. Und eine richtig geile, mit Aktivitäten vollgestopfte Open World. Oh mein Gott, Digga. Na, das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Ich liebe dieses Magieschwert. Bin gerade so... So in love mit dem Gebiet. Aha.
fast wieder Spaßpaket ausgegangen. So ein Game Changer, dass wir so viel Mana haben. Wir können den Spell so spammen, es ist so geil. Ja, oh mein Gott, Mann, es macht so Laune. Woo! Und imagine, wir finden jetzt noch einen stärkeren Zauberstab. Dann ist ja komplett Ende im Gelände. Stand dann auf einmal wieder ein Boss hinter der Treppe. Wo sind wir gerade eigentlich? So, jetzt inshallah nicht sterben, sonst ist wieder Money weg. Ich glaube, ich benutze meine Beschwörung. Fünf. Ich will mal sehen, wie viel Damage der macht und ich will meine Seelen auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal. Plus 5, Chat. Schauen wir uns den Lachs mal an. Ja, ja, ja. Mashallah. Mashallah. Junge! Was macht er mit dem? Ja, Chat. Nicht Elden Ring, sondern heute Elden Watch. Digga, der macht den einfach in 101, Alter. What the fuck? Ey, imagine, wir hätten den noch auf plus 6, Alter. Also, Chat, das könnt ihr euch merken. Die Beschwörungen zu upgraden bringt mega, mega, mega viel. Also, tut euren knackigen Arsch in die Dungeons bewegen. LOL, ich komm nicht drauf klar. Tut euren knackigen Arsch in die Dungeons bewegen und holt diese Lilien, um die zu upgraden. Junge, oh mein Gott, Digga, ich bin gerade absolut hyped. Tanky und stark. GG's. Blutige Helix. Wie oft kann man den beschwören? Immer nur einmal pro Areal. Und an der Seite steht es auch dran, wenn du eine Beschwörung rufen kannst. Meistens in Gebieten, wo sehr viele Gegner kommen. Oder halt bei einem Boss, ne? Hab dich die letzten 4 Tage länger gesehen als mein Vater die letzten 26 Jahre. Souls Games sind zum Zuschauen einfach unschlagbar, Kuss kleiner als 3. Santa Faust, Mann. Fühle ich den Call und danke für die Donation.
Mann! So, wo geht's jetzt hier hin? Ich will hier nur ein Bonfire finden, Chat. Okay, beruhigt euch. Jetzt nicht wieder mit den Seelen auf Tasche sterben. Aber hier vorne ist ein Turm. Und wenn ihr noch aufgepasst habt, dann wisst ihr, so Türme können immer eine Kirche sein. Und was gibt's in der Kirche? Richtig. Tränenverbesserungen. Und Tränenverbesserungen sind wichtig und richtig. Das weiß sogar Ehrenbruder Kürbiskopf. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Oh mein Gott, Digga! Ich mach so viel Damage! Oh, wir haben den Kürbishelm bekommen von ihm. Hört ihr diese Stimmen auch? Voll gruselig, Digga. Oh, das ist eine Kirche. Wie komme ich da runter? Scheiße. Ich brauche ein Bonfire hier mal irgendwo in der Nähe. Okay. Zeichen hin. Ist auf jeden Fall ein Spot. Wartikan, danke für deine... Oh, Bits. So, ich mach Submodus wieder raus. Inshallah, reißt ihr euch am Schlipper mit. Kaufen. So, zack. Her damit. Gerne mal nachluschern, Chat. Vielleicht könnt ihr noch kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Und vielleicht ist der... Twitch Prime ready. Man weiß es aber nicht. Twitch Prime und gerne kostenlos rein den Channel supporten. So, imagine, wir finden jetzt noch einen stärkeren Zauberstab irgendwann. Finden einen stärkeren Zauberstab und skillen noch mehr Magie hoch. Kann ich das überleben? Was meint ihr? Oh, da unten sitzt doch der eine. Nein, sitzt er doch nicht. Wie verstärkt man die Zauber? Naja, indem du Intellekt oder Intelligenz heißt in dem Spiel, ne? Status, warte mal. Weisheit. Indem du Weisheit skillst und einen starken Zauberstab hast. Und wenn. Und noch, keine Ahnung, ein Talisman. Ein Talisman, der das verstärkt. Temporäre Buffs. Oh Gott, bless, dass es hier liegt, auf Ehre. Kann man das irgendwie überleben? Ah, ich habe eine Idee. Hier gibt's gleich, Chat. Beruhigt euch. Was ist das denn für ein Viech, Alter? Boah, die nehmen schön Schaden, Digga. So gefällt mir das. Oh Gott, das ist doch Fluch oder so eine Scheiße, oder? Geben die. So. Ey, hier ist nirgends ein Bonfire. Ich habe keine Ahnung, Chat, wie weit ich mit dem Game bin. Da ich mich überhaupt nicht spoilern lasse.
keine Trophäen anschaue, etc., habe ich keine Ahnung, wie groß das Spiel an sich ist. Aber es ist riesig, riesig, riesig. Oh, überall diese Stimmen, voll gruselig. Und manche im Chat vermuten so, dass ich noch nicht mal bei der Hälfte bin, Bruder. Noch nicht mal bei der Hälfte. Ich spiele auch sehr gründlich, ne? Ich loot ja sehr gründlich und so, aber trotzdem, absolut irre ist das. Oh, der eine ist größer. Oh Gott, wir haben so viel Seelen auf Tasche, Nasenbluten kickt. Oh mein Gott, wie viele sind denn da? Nice, man kann die aus der Balance bringen. Wichtig und richtig ist das. Chat, und ihr denkt, der Magier, den ich hier spiele, der ist schon stark, ne? Wartet mal ab, wenn wir später einen Glaubenbild machen. Dann ist komplett Ende mit Gelände. Ich liebe diese Waffe, Bruder, ja! Okay, da unten gehe ich jetzt nicht rein. Obwohl, ich bin confident, Kapi. Auch so eine geile Mechanik, dass man immer wieder Heal-Stuff dazu bekommt. Bruder, wir kriegen gerade so viele Seelen rein. Es ist ein Traum! Bitte keine Teleportiertruhe. Oh, Gott sei Dank. Oh, goldener Zorn. Das ist bestimmt ein Wunder. Chat, da immer noch so viele Fragen hier, welche Starterklasse ich genommen habe. Samurai, aber Retalk, Chat. Wenn ihr Samurai startet, ihr habt eine tanky Rüstung, ihr habt viel Leben, viel Ausdauer und eine schöne, schnelle Waffe am Anfang mit Blutungsschaden. Aber das Katana ist richtig schnell nicht mehr so stark. Deshalb, ihr müsst euch dann schnell eine bessere Waffe. Wo ist der Samurai hin? Also jetzt mal ernsthaft, Chat. Ist euch nicht klar? Ist euch nicht klar, dass ich einfach nur eine andere Rüstung angezogen habe? Bruder, wenn ich die Frage jetzt noch einmal im Chat lese, dann explodiert mir der Kopf, Digga. Wir spielen hier ein Roleplay-Game, Bruder. Sorry, dass ich mal den Dresscode ändere. Junge, 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 Alter. Wieder die Clownsnase im Chat angehabt, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Zum 20. Mal kommt die Frage jetzt. Sei mir nicht böse, Digga, aber das kann doch nicht sein. Bruder. Warum hast du den von Samurai geswitcht? Einfach Clan verkauft? Ja, der verkaufende Boss. Stufenaufstieg. Ah ja, moin, Digga. Jetzt kostet es schon so viel. Hab mich gerade gefreut. Welche Fähigkeiten hat der Samurai? Keine besonderen. Entspannter Damage wieder von den Drehs. Oh, nice. Komm, wir ploppen mal wieder ein. Ich hab Bock, Chat. Geil. Machen wir nochmal deutlich mehr Magie-Damage. Weil. Hä? Weil 5 mehr Weisheit.
Ich spiele immer noch das Rapier. Ich bin immer noch in Love. Ich werde das Rapier wahrscheinlich auch weiterhin nutzen, bis ich irgendwann auf ein Glaubensbild umsteige. Oh mein Gott, Chat, das ist eine Loothöhle. Schmiedstein plus 5. Drück die Daumen, Chat. Chat, ich will, dass ihr jetzt die Daumen drückt. Einen Schmiedstein plus 6 brauchen wir zweimal. Macht keinen Scheiß, Chat. Ich brauche jetzt eure Daumen. Hey! Bruder, er hat wieder so übertrieben die Lage. Oh mein Gott, Chat, es war so Spaß, das Spiel, Mann. Es macht so Spaß, das Spiel. Es fühlt sich so gut an, in so hohen Gebieten in diese Dungeons reinzugehen. Oh, ein Dunkelstein. Also wenn ihr auch Bock habt, Magier zu spielen, Chat, ich kann euch nur diese Spells, die ich benutze, ans Herz legen. Die machen so fucking Laune. Es ist wirklich, es ist fast illegal. Es macht so Laune, Digga. Holy shit, Mann. Ah. Kennt man doch. Und wieder weg. Die Kleidung haben wir gerade aus einem Dungeon bekommen. Leider ist uns kein Schmiedsteinstufe 6 vergönnt. Dann müssen wir wahrscheinlich noch in eine etwas höhere Höhle rein. Okay, Chat. Diese Viecher, die sind doch irgendwie so magieimmun, oder? Gegen die muss man... Oh. Oh, wieder Stufe 5. Egal. Schnapp. Ein vergessen. Wegen dem Stein, oder was meint ihr? Feuer ist gut gegen die Viecher. Ernsthaft? Da war noch einer, okay. Stufe 5 Stein habe ich noch mitgenommen. Oha, Arsenal-Talisman plus 1. Guck mal, es hat sich so gelohnt, hier hoch zu steppen. Was bringt das? Was bringt das? Erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht deutlich. Oha, Bruder, die Frames. Ach du Kacke. Das ist richtig. Das ist ein Bombe-Talisman. Falls wir später eine richtig schwere Rüstung anziehen wollen. Ne, sobald wir nochmal einen Slot bekommen. Wir haben 3 Slots. Sollten wir noch einen Slot mehr bekommen, dann können wir den einfach so mitnehmen. For free. Oder schnelle Rolle. Warte mal, lass mal probieren. Ne, es bleibt bei der mittleren Last. Was, wenn ich den anderen auch noch anlege? Ah ne, guck mal, man kann nur einen von beiden anlegen. Logisch. Mittlerweile haben wir auch einige Talismane am Start.